Was haben wir denn hier? Ein Zwerg. Was macht der denn hier? Turk. Nee, Tork. Bravo, die hier sind keine große Gefahr, aber ich verwette mein Bergwerk, dass da jemand oben drauf die Fäden zieht. Das muss der Statthalter von Gletschertal erfahren, und zwar bald. Führt euch euer Weg dorthin? Ich würde es gar zu schätzen, wenn ihr ihm Bescheid sagen würdet. Wenn er Theater macht, zeigt ihr ihm mein Glücksamulett. Dann weiß er, dass ich euch schicke. Könnt's auch behalten, wenigstens das kann ich für euch tun. Als Gegenleistung würde gern mitgehen, aber ich hab meine Hände voll damit, meine Jungs wieder an die Arbeit zu bringen, jetzt wo die Schweine hier raus sind. Ja, das scheint der Leiter von Funkelhöhle zu sein. Goldschürfe-Amulett. Steht nicht herum! Gebt dem Statthalter Bescheid, jetzt kommen wir auch ohne euch durch. Ganz ehrlich, dafür hast du schon eine Schelle verdient, mein Freund. Geschicklichkeit plus 2. Was kann meins? 6 Rüstungspunkte. Rüstungspunkte sind cooler, mein Freund. Ach ja? Du kommst ja also alleine durch. Dann mach mal. Show me your skills. Walwürmer sind nämlich gefährlich. Ganz ehrlich, ich pfeife jetzt darauf, was der gesagt hat. Ich gehe erst komplett hier durch. Weil ganz ehrlich, hier gibt's einen Bogen. Wenn ich hier was jetzt mache, dann mache ich das auch fertig. Da hinten sind 2 Golems, habe ich gesehen. Ha! Habe ich auch gehört. Hallo! Wo sind die? Hallo? 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 Vollidioten. Wir warten hier. Komm doch mal wieder zurück. Kommt jetzt hier hin. Mann. Blödels. So, und jetzt müssen wir an die Stelle kommen, wo wir die Krux noch nicht ausgeräuchert haben, oder? Nee. Da erst. Hallo. Hallo. Schön, ein Schamane. Und ein Tor, ein großes Tor. Ihr wollt mich doch verhunderpiepeln, oder? Du kommst jetzt hier hin. Zu blöd zum Scheißen, die Alte, ey. Hey, guck mal da, da ist euer Freund Desolok und der wird gerade ein bisschen bedrängt. Oh, ziemlich bedrängt. Ich habe keine Mana-Tränke, keine Heiltränke mehr. Scheiße! Taktischer Rückzug, würde ich sagen. Wenn wir das noch schaffen. Oh. Nein! Nicht die Finsterlinge Projektile hier. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg! Folgen die uns? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich jetzt schnell mal meine Heiltränke tauschen werde. Schön so. Wie, der kann nur einen scheiß Heiltrank tragen. Was ist denn das für eine Schrottkacke? Mana, wir brauchen schon Mana. Super. So, Heiltrank. 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 Noch mehr Heiltränke. Da ist auch noch einer. Den kriegt der Sorg auch noch. Kann er nicht tragen. Na gut, dann kriegt der Esel jetzt halt noch ein Dingenskirchen und dafür das da. So. Und du heilst ihn jetzt mal. Okay, sie kommen noch nicht nach. Ich traue dem Braten aber nicht so ganz.
Okay, weiter geht's. Hallo, habt ihr mich vermisst? Erstmal den da. Ich hatte so das Gefühl, die KI wird von Folge zu Folge schlimmer. Jetzt folgen sie mir nicht mal mehr. Ah doch, da kommt sie. Oh nein, ihr muss geheilt werden. Jetzt habe ich schon Heiltrank gefressen, du alte Schnalle. Nahkampfstufe 14, nice. Vielleicht trifft er jetzt mal öfter. Scheinbar. Schwerer Schuppenpanzer, haben wir schon. Gut, bevor wir... da runtergehen, gehen wir einmal hier rein. Hier gibt's nämlich absolut einen Wurm. Ich empfehle eine Wurmkur. Ach Gott. So, da warst du schon mit dem Wurm. Chillig. Dann gehen wir mal... Alter, wo bleiben die Affen denn? Gehen wir mal hier runter. Hier warten ja die zwei... Oh, die drei. Drei Golems warten hier auf mich. Kacke. Hallo. Wie geht's euch? Und Finsterlinge. Weil wie soll's... Warum soll's auch anders sein? Ja. Ah! Ich gerade ein bisschen abwesen hier. Golem Nummer 2 beißt ins Gras. Och, jetzt komm schon. Danke. So. Heilende Hände. Heil die mal selber, Kollege. Okay. Dann war's das doch schon. Kleine Hölzer und Rundschild brauchen wir nicht. Schalter brauche ich. So, Leute. Oh mein Gott, da fliegen die Schild. Kommt ihr jetzt? Oder muss ich erst in den Arsch treten? Jetzt blöd zum Kacken sind die, ganz ehrlich. Kommt ihr jetzt mal? Alter. Ich wollte mich doch verscheißern. Danke schön. Das ist ein großer Fahrstuhl. Hoffentlich kommen wir damit nach oben. Alter. Los geht's. Sieht gut aus. Sieht hell aus. Hallo! Wir sind schon fast im Gletschertal, so wie es aussieht. Automatische Speicherung. Stadt Gletschertal. Jo. Alter, kommt ihr jetzt mal bitte. Was ist das denn? Ein Claw. Macht der Schaden? So wirklich, ne? Er hält halt nur wieder unglaublich viel aus. Handschuhe aus gehärtetem Leder. Brauchen wir nicht. Kommt doch jetzt bitte mal mit, ey. Oh Mann, ey. Ausgewählte Gruppenmitglieder entlassen. Ah, guck mal. Tschüss. Und. Hallo? Warum kann ich hier nicht...
Es ging, gibt doch, alter Vater. Ich höre Wölfe. Gibt's da irgendwas Interessantes hier hinten? Hier geht's hoch. Hallo? Eine Menge Claws. Alter, eine Menge. Oh mein Gott. Und wie geht es euch so, Leute? Ich möchte lieber nach Gletschertal, bitte. Hallo. Es wird sich wie der Letzte immer erst kommen, wenn man nur noch gegen einen kämpft. Boah, die sind ja echt ätzend, ey. Gesundheitstrank, yay. So, Laura, wie wär's, wenn du mal voll heilst? Und nicht nur so halbherzig. Klar, verfügung, ich brauch's gleich einen Mana. Hier ist ein Haus, aber es ist verbrettert. Mana-Tränke. Aber eine versteckte Kiste gibt's hier. Wehe, wenn da nichts drin ist. Inventar ist voll. Todesbogen. Knüppel. Noch ein Knüppel. Ein anderer Knüppel sogar. Und ein bisschen Geld. So, Esel, wie wär's, wenn ihr jetzt auch mal kommt? Das wäre echt schön. Das war der Taste dafür. Wie jetzt? Kannst du nicht aufheben, Trottel. Wir legen jetzt einfach das da ab. Wir legen das da ab. Wir legen das da ab. Wir legen das da ab. Und jetzt, bitte hier anfangen. Hallo? Ah, Esel. Danke. Was haben wir denn hier? Strahlender Todesbogen. Ist das nicht derselbe, den Olora auch trägt? 7 Rüstungspunkte, 15 Gesundheit. Boah, was macht der denn für Schaden, ey? Hallo? Strahlender Todesbogen. 7 Rüstung. Das ist derselbe. Das ist tatsächlich derselbe. Dann trägt, glaube ich, Deathrock den jetzt erstmal. Der macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden, oder? 32, ja, locker. So, dann gucken wir uns mal die Knüppel an. 7 bis 10. 6 bis 10. Schwach. So, dann geht es mal weiter. Jetzt auch wirklich in die Richtung Gletschertal, bitte. Ich muss mal wieder Sachen verkaufen, so langsam. Ein Wolf! Hallo, Mr. Wolf. Wo sogar der hat 150 Leben, was ist da los? Steroidwölfe. Hm.
Seite. Ob weiter geht's. Da werden jetzt wahrscheinlich nur einige Wölfe kommen. Hallo, Claw. Noch ein Claw. Für die gibt es, glaube ich, auch noch eine Beschwörerschriftrolle. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na komm schon. Leder, was? Lederhandschuhe. Was können die? Ach, aber die können wir auch tragen jetzt. Ha. Die waren das, ne? Lederhandschuhe der Härte. Fügt einen Stärkepunkt hinzu. Verteidigung 4, Verteidigung 4. Ist jetzt nicht so das Wahre. So. Gletscherteil geht da lang. Wo geht's denn hier lang? Eine Sackgasse sieht irgendwie so aus. Uloro heilt sich mal selber. Na komm schon. So. Weiter nach Gletschertal. Was ist das denn? Auf jeden Fall nichts Cooles. Brackzauberer. Machen wir erstmal den. Der macht nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Ach, das sind drei. Na gut. Uloro, wie wär's mal, wenn du dich heilst? Ach, du hast kein Mana. Ha! Flamme. Ist das ein neuer Zauberer? Neuer Zauber, meine ich. Neuer Zauberer. Ja, die haben alles so viel Leben, ey. Sogar die Zauberer haben 130 Leben. Hallo? Hallo? Ich lauf mal lieber auf dem Weg. Ist, glaube ich, gesünder. Ein Claw. Noch ein Claw. Und Brackzauberer. Die sind ja schon ein bisschen nervig, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Boah, die halten ja so viel aus. Da kommt noch einer. Massenrabatt. Uloro, heil doch mal. Alter, wie viele sind denn das da hinten? 1, 2, 3, 4, 5. Mindestens 5. So. Jetzt kriegt er auf die Zwiebel, bitte. 6 sind sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Zauber hört sich auch zum Glück gar nicht nervig an oder so. Ein Stab, ein verzauberter Stab. 107 Gold. Viel Geld haben wir eigentlich gerade. Das kann man natürlich nie sehen. Greif ihn doch mal an, bitte. Alles muss man ja selber machen. 9700. Das Inventar ist wohl. Von allen, oder was? Dann leg doch mal den blöden Stab da ab und nimm dafür den da. Ich nämlich wissen, was er kann. Oh, zerfleischender Stab der Ungebundenen. Schaden 29 bis 37, erfordert Intelligenz 16. 10%ige Chance, einen Nahkampfangriff abzuwehren, fügt einen Nahkampffähigkeitenpunkt hinzu, fügt 2 Punkte zum maximalen Schaden hinzu. Lass mich raten, Uloro hat noch keine Intelligenz 16. Ach, 12. Doofe Nuss. Okay, dann geht's weiter. Hoch. Das ist ein bisschen schade an Dungeon Siege. Irgendwie ist es ja nur laufen und grinden, laufen und grinden. Viel Story hat man hier ja nicht. Das ist wieder Brackzauber.
Hab ich genau gesehen, ihr Schweine. Schon wieder eine Kohorte hier, ey. 1, 2, 3, 4, 7 oder 8. Oder 9 sogar. Ja, zum Glück machen die nicht so viel Schaden. Die sind nur lästig. Alter, ich sehe hier nichts in dem scheiß Dickicht. Soll natürlich ja sein. Die sehen ja witzig aus. Eine verzauberte Filzsaube. Aber wir haben, glaube ich, auch eine, ne? Ja, wir haben auch eine. Verteidigung 3. Rüstung 3. Ah, weißt du was? Ich kacke jetzt da drauf, was das Ding kann. Ich laufe einfach weiter. Ein Oststab. Was ist denn ein Oststab? Gibt's auch einen Weststab? So, hier sind ein paar Kisten, wo wahrscheinlich wieder nichts drin ist. Außer eine Falle. Gegebenenfalls. Auch nicht. Keine Falle. Der Falle wurde wohl zu kalt. Oh, Abzweigung. Das sieht nach einer Höhle aus. Das ist eine Höhle. Was ist da drinne? Ein Furok. Ach, die Viecher. Die kann ich mich sogar noch erinnern. Roll, roll, roll. Bam. Hat nicht mal was gedroppt. Was ist ein Schwein? Weiter geht's. Riesige Eishöhle. Hallo. Ich hoffe, hier kommen die Eisgolems noch nicht. Oder wie auch immer die Dinger hießen. Eiselementare. Es scheint eine Furokhöhle zu sein. Oh nein, schöner Praktzauberer. Ich will nicht. Der Esel wird gerade platt gemacht. Wo ist denn der Esel? Oh. Na geil. Heil den Esel. Heil den Esel. Sieht ganz so aus, als könnten wir gleich eine Dingens benutzen. Eine, eine Wiederbelebungsschriftrolle. Geil. Ihr scheiß Penner, ey, ganz ehrlich. Gegner, die erst hinter einem auftauchen, sind sowieso die schlimmsten. Hat er eine? Er hat natürlich keine im Inventar. Liegt hier vielleicht eine da? Kann ich nie tragen, wenn mein Inventar voll ist. Hier, tschüss. Was? Das Zauberbuch ist voll. Du willst mich doch echt verhohle piepeln, oder? Dann kommt jetzt halt, weiß ich nicht, Feuerregen raus kurz. So, der kommt rein, zack, dahin. Und jetzt bitte, bam. Hallo, willkommen zurück, Esel. Sammle mal den Kram ein. Danke. Alles wieder im Lot. Wie wär's mal, wenn du weiterheilst, Ulora? Dafür bist du da. So, dann heilen wir einmal hier durch, so schön. Wunderbar. Hier kommt mal geladene Faust wieder rein. Und ich würde sagen, wir machen dann für diesen Part oder für diese Aufnahmesession einen kleinen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen und ciao!